zwar ist das eine Chemikalie, die normalerweise eingesetzt wird, um Blutspuren nachzuweisen in der Forensik. Wir haben das jetzt hier so, dass hier eine Lösung drin ist, in der im Prinzip ein Blutfarbstoff drin ist und eine andere, in der diese Nachweisreagenz hier drin ist. Und die leuchtet, wenn man die zusammenschüttet. Und deswegen heißt der Farbstoff auf Lumino. Ammoniumnitrat, Ammoniumchlorid und Zinkpulver und das werde ich jetzt gleich mit Wasser entzünden und damit man auch sieht, dass es Wasser ist, werde ich mir einfach mal ein Schlückchen gönnen. Nicht, dass es irgendwie eine chemische Lösung ist oder so. Hier ein bengalisches Feuer gebastelt und wollten das dann ein bisschen so übereinander schichten, dass es so aussieht wie so ein Vulkan an Silvester. So, ich bin ja hier in der Projektwoche bei Mergrugo in der Chemiegruppe und das ist ja ganz schön, mal wirklich da mal mit anzupacken, ne? Das selber zusammenzumischen, die Versuche durchzuführen und nicht immer nur die Versuchsbeschreibung zu machen. Also das ist wirklich mal ganz schön, ne? Mal was Neues. Mal Chemie zum Anfassen, ne?